Einen wunderschönen guten Morgen, es ist 8:34 Uhr, 10. Juni. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading und wir bereiten uns auf unserem morgendlichen DAX-Trade vor. Einmal kurz gemessen, 22, wir haben 15.607, die Big Number als erste Falle, da ist der Kurs direkt drin. Wir klammern ihn jetzt also ein. Wir gehen long bei 15.607, short bei 15.592 Zähler. Wir haben ein Gap kurz unter dem Daily Pivot. Das ist die blaue gestrichelte Linie. Ja. Und wir schauen einmal in die Vergangenheit. Gestern mit den Blue Boxen sehen wir 17er Box, dann 20er, sehr schön unten ausgebrochen. 25er gegen Abend, da dümpelt der Markt ja meistens. Lass uns einen Blick drauf werfen, wie viele Punkte wir gestern gehabt haben. 165 Zähler, also das ist eine ordentliche Volatilität. Wieder die grünen Boxen, das sind die Vola-Boxen, wo der Markt sich ja relativ selten aufhält, reinläuft und rausgeht. Da sind wir gestern ein bisschen kleben geblieben und haben dann hier oben den fünften Trade mit nach Hause genommen. Dann sehen wir hier 1, 2, gab es schöne Setups nochmal zu traden. Wo kommt die Vola-Box Forecast hin? Direkt da, wo wir jetzt sind. 15.605 zu 15.590 ist also da die Idee, wo der Kurs hinlaufen kann oder wo der rauskommt. Also warten wir ab, starten jetzt mit unseren Daily und fangen an heute mit Bitcoin. Das ist der von gestern, den Chart 36.925 Tagesbasis Short. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30 Long. 15 Long. Und 5 Minuten mehr ist so unentschieden. Das heißt, ab den 4 Stunden Chart ist Bitcoin jetzt wieder Long. Ja, und das würde bedeuten auch, da ist eine Übergewichtung in die Richtung. So, wenn wir weiter unten und schauen uns Ethereum an und gehen dort auf den Tageschart, sind wir short, 4 Stunden short, Stunde long noch, 30 long, 15 short, 5 Minuten auch short, also da ist eher, denke ich mir, Richtung Süden die Tendenz. So, gehen wir weiter. Und fangen hier oben an mit heute den Dow Jones. Daily Chart, Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Minuten Short, 15 Short und 5 Minuten Short. Also da ist, glaube ich, eindeutig. Wir gehen einmal in unsere Tagesstrategie und schauen uns dort mal den Daily an. Da kippt es noch nicht. Da brauchen wir noch ein bisschen Luft, aber parallel sind wir aktuell mit unserem DAX Blue Box im Short Trade, beziehungsweise Big Number, sind wir aktuell Short, also erster Trade, nur das nochmal zur Information. So, Ethereum können wir ja mal schließen. So, Dow Jones sehen wir also da. 4 Stunden Tag ist noch kein Short-Signal, aber auf 4 Stunden sehen wir leichter Rückgang. Gehen wir weiter hoch. S&P 500, da ziehen wir auch hier mal rein. Daily Basis sehen wir, Kerzen werden immer kleiner. Am Gipfel hier oben, die Luft wird dünner. So 4 Stunden hätte man hier schon ein eventuelles Setup. Hier sind wir aber noch long. Stunde sind wir short, 30 short, 15 short. Also auch hier in den kurzen Zeit eben Überhang für Richtung Süden. Gucken wir uns das Ganze in der Technologiebörse an, Nasdaq. Auch hier starten wir mit Daily. Tagesbasis noch long. 4 Stunden long. Und ab den Stundenchart auch hier alles zeigt da Richtung Süden. Auch hier Tendenz in den kurzen Zeitebenen Short. Öl,
Daily Long, 4 Stunde Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short, 5 Minuten sind wir Long. Und kommen wir zu Gold. Daily Long, 4 Stunde Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short. Also auch da Tendenz im Gold eher erstmal Richtung Süden Luft holen. The good old German DAX, DAX Tagesbasis Long, 4 Stunde Long und Stundenchart Short, 30 Short, 15 Minuten sind wir Long, 5 Minuten auch Long. Also hier eher so wie die Marktlage im DAX die ganzen Tage waren, also eher unentschieden. Ja, also auf dem 4-Stunden-Chart sehen wir, haben wir gestern das Niveau 15.499 gehabt. Und wir sind wieder bei 600. Daily Basis, ja, Vorlage, Tagesstrategie Pro. Sehen wir eine rote Kerze hier, aber wir brauchen noch einen, ja, etwas stärkeren Rückgang. Das ist die Vorbereitung. Jetzt konzentrieren wir uns auf unsere Box Trades. Wir sind short im ersten Trade. Wie gesagt, ab dem zweiten versuchen wir ein bisschen mehr mitzunehmen und wünsche uns allen einen guten Start. So, wir sehen, wir haben zusätzlich eine 15er Box. Wow. Also eine 15er Box. Und die nehmen wir. Neues Chartfenster. Vorlage Blue Box. Eine Minute, dann holen wir hier unser Swissbox Tool rein. So, aktivieren das, eine 15er Box. Und haben jetzt doppelt 15.604 und 15.589. Da bin ich gespannt um 9 Uhr, wo die Richtung hingeht. Also zweite Box. Die scrollen wir mal hier nach unten. Schieben das mal zur Seite. Bisschen Platz machen hier. Jetzt haben wir rechts Big Number, Blue Box und die Vola Box kommt auch rein. Da haben wir fast schon hier eine spezielle Box hier. Erinnert mich. Erinnert mich ein wenig an Detlef. Detlef mit leichten Punkt versetzt. Henning. Und wenn nicht, dass wir hier Aufschaukungsgefahr heute haben. Guten Morgen, Franz. Ein Triple. Anne, guten Morgen. Wir sind jetzt long im ersten Trade in der Blue Box, short in der Big Number. Spannend. Und es gibt noch eine zweite Blue Box, die sich da bildet.